بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ليبي جشويستر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In diesem heutigen Teil, inshallah ta'ala, machen wir weiter mit dem Tasbih im Koran und fangen da an, wo wir im letzten Teil aufgehört hatten. Und zwar war die Frage in der letzten Audio, dass es zwei Verse gibt, in denen Allah subhanahu wa ta'ala alle Gebetszeiten gesammelt hat und dieses mit dem Tasbih verbunden hat. Denn wie gesagt, wenn die Zeiten, die Tageszeiten mit dem Tasbih verbunden werden, dann ist damit das Gebet gemeint, beziehungsweise die Gebetszeiten. So sagt er subhanahu wa ta'ala in Surat Ar-Rum, Surah 30, Vers 17 und 18. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. Sinngemäß auf Deutsch: Preis sei daher Allah, wenn ihr den Abend erreicht und auch wenn ihr den Morgen erreicht. Und ihm gehört alles Lob in den Himmel und auf der Erde und am Nachmittag und wenn ihr den Mittag erreicht. Wie kann man hier die Gebetszeiten herausfinden? Ganz einfach, wenn wir uns die Tafsire, die Koranerläuterungen anschauen, dann heißt hier im Tafsir, dass der Abend gemeint ist, das Maghrib-Gebet und das Isha-Gebet. Und wenn ihr den Morgen erreicht, das Fajr-Gebet. Und am Nachmittag das Asr-Gebet und zuletzt, wenn ihr den Mittag erreicht, das Dhuhr-Gebet, das Mittagsgebet. Hier haben wir alle fünf Gebetszeiten versammelt in ein bzw. zwei Versen. In dem nächsten Vers dann, in Surat al-Isra, Surah 17, Vers 78, Allah subhanahu wa ta'ala sagt: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Sinngemäß auf Deutsch: Verrichte das Gebet beim Neigen der Sonne bis zum Dunkel der Nacht und auch die Koranlesung in der Morgendämmerung. Gewiss, die Koranlesung in der Morgendämmerung wird von den Engeln bezeugt. Und einen Teil der Nacht verbringe ihn damit zusätzlich für dich. Vielleicht wird dich dein Herr zu einer lobenswerten Rangstellung erwecken. Wie kann man hier die fünf Gebetszeiten herausfinden? Ganz einfach. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Verrichte das Gebet beim Neigen der Sonne. Mit dem Neigen hier ist gemeint, dass kurz vor der Dhuhr-Zeit die Sonne im Mittelpunkt des Himmels steht und dort ca. 1 bis 2 Minuten still steht und sich nicht bewegt. Sobald sie sich neigt zur rechten Seite, trifft die Dhuhr Zeit ein. Dann neigt sie sich weiter, bis die Asr-Zeit eintrifft. Dann im Vers bis zum Dunkeln der Nacht. Und wie wir wissen, fängt die Nacht an mit dem Maghrib-Gebet bis hin zur Nacht, zum Isha-Gebet. Und dann sagt er subhanahu wa ta'ala und auch die Koranlesung in der Morgendämmerung. Hier sind sich alle einig, dass das Fajr-Gebet gemeint ist. So haben wir alle fünf Gebetszeiten in diesem Vers. Und dann geht es weiter im nächsten Vers und es spricht das zusätzliche Nachtgebet an, das der Prophet sallallahu alaihi wasallam verrichtet hat. Das so zu viel zu den zwei Versen, in denen alle fünf Gebetszeiten erwähnt worden sind. Schließen wir damit ab und weisen auf die gewaltige Bedeutung des Tasbihs nochmal hin. Und zwar hat sich Allah subhanahu wa ta'ala selbst gepriesen. Er selbst über seinem Thron subhanahu wa ta'ala hat sich selbst gepriesen, wie er oft im Koran erwähnt hat. So sagte er subhanahu wa ta'ala in Surat al-Isra ebenfalls, Surah 17, Vers 1. Bismillahirrahmanirrahim.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sinngemäß auf Deutsch: Preis sei dem, der seinen Diener bei Nacht von der geschützten Gebetsstätte Mekka gemeint, zur fernsten Gebetsstätte nach Jerusalem gemeint, deren Umgebung wir gesegnet haben, reisen ließ, damit wir ihm etwas von unseren Zeichen zeigen. Er ist ja der Allhörende, der Allsehende. Wieso oder was ist die Weisheit, welche Weisheit steckt dahinter, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich in diesem Zusammenhang den Tasbih selber zugeschrieben hat? Ganz einfach, da sagten manche Gelehrten, dass hier der Tasbih zwei Bedeutungen hat. Erstens die Bedeutung, die wir schon oft erwähnt hatten, und zwar, dass er sich freispricht von jeder Unvollkommenheit und Mangel und Schwäche. Und eine andere Bedeutung des Tasbihs in diesem Vers spezifisch ist At-Ta'ajjub, was darauf hinweist, was verwunderlich und Verwunderung mit sich bringt. Denn diese Geschichte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam von seiner Wohnung in den höchsten Himmel hoch emporgehoben wurde und dann von seinem Zimmer bzw. von seiner Schlafstätte, von seiner Wohnung bis hin nach Jerusalem in einer Nacht hin und zurück kommt, diese Sache ist eine verwunderliche Sache. Denn normalerweise braucht man von Mekka bis Jerusalem in der damaligen Zeit mehrere Wochen bzw. Monate. Deshalb hat sich Allah subhanahu wa ta'ala hier mit dem Tasbih beschrieben, um auch herauszufordern, indem er indirekt sagt, wer kann denn dieses mit meinem Diener machen, was ich mit ihm gemacht habe, in einer so kurzen Zeit in die höchsten Himmel emporheben und ebenfalls nach Jerusalem bringen in einer so kurzen Zeit. Deswegen hat er sich hier diesen Tasbih zugeschrieben. Ebenfalls, was auf diesen Tasbih Hinweis bzw. auf diese Gewaltigkeit dieses Gedenkspruchs hinweist, ein weiterer Vers. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surah Yasin, Surah 36, Vers 30 bis 44. Ya hasratan ala al-ibad, ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها
ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Sinngemäß auf Deutsch. O schade um die Diener, es kommt kein Gesandter zu ihnen, ohne dass sie sich über ihn lustig machen würden. Sehen sie denn nicht, wie viele Geschlechter wir vor ihnen vernichtet haben, und dass sie zu ihnen nicht zurückkehren? Und sie werden alle insgesamt bei uns vorgeführt werden. Und ein Zeichen ist für sie die tote Erde. Wir machen sie lebendig und bringen aus ihr Körner hervor, sodass sie davon essen können. Und wir haben auf ihr Gärten mit Palmen und Rebstöcken geschaffen und auf ihr Quellen hervorströmen lassen. Und auf ihr Quellen hervorströmen lassen, damit sie von seinen Früchten essen können. Nicht ihre Hände haben sie geschaffen. Wollen sie denn nicht dankbar sein? Preis sei demjenigen, der die Paare alle erschaffen hat von dem, was die Erde wachsen lässt, von ihnen selbst und von dem, was sie nicht wissen. Und an Zeichen ist für sie die Nacht. Wir ziehen von ihr den Tag weg und sogleich befinden sie sich in Finstern. Und die Sonne läuft zu einem für sie bestimmten Aufenthaltsort. Das ist die Anordnung des Allmächtigen und Allwissenden. Und dem Mond haben wir das rechte Maß in Himmelspunkten festgesetzt, bis er wieder wie ein alter Dattelrispenstiel wird. Weder ziemt es der Sonne, den Mond einzuholen, noch wird die Nacht den Tag zuvorkommen. Alle laufen in einer jeweils eigenen Umlaufbahn. Das sind gewaltige Verse, in denen Allah subhanahu wa ta'ala hier seine Schöpfung beschreibt. Und während er diese Schöpfung beschreibt, mitten in dieser Aufzählung von Gaben, die er seinen Dienern erwiesen hat, preist er sich selbst und sagt: Subhanalladhi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tumbitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Preist sei demjenigen, der die Paare alle erschaffen hat, von dem, was die Erde wachsen lässt, von ihnen selbst und von dem, was sie nicht wissen. Das weist nochmal auf die Gewaltigkeit dieses Wortes hin, dieses Tasbihes. Der letzte Vers in diesem Zusammenhang und wo ganz deutlich wird, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Mächtige und der Erhabene ist, haben wir in Surat As-Saffat, Surah 37, Vers 180 bis 182. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dort: Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sinngemäß auf Deutsch: Preis sei deinem Herrn, dem Herrn der Macht. Erhaben ist er über das, was sie ihm zuschreiben. Und Friede sei auf den Gesandten. Und alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Die letzte Sache, die ich ansprechen möchte und damit auch diesen Teil beende, ist, dass dieser Tasbih zusammen mit dem Hamd, das Sagen von Alhamdulillah, dass das der Gedenkspruch der Paradiesbewohner sein wird und ebenfalls der Engel. Und das Besondere, dass das bis in alle Ewigkeit ausgesprochen wird. So sagt der Subhanahu wa ta'ala in Bezug auf die Gläubigen in Surat Yunus, Surah 10, Vers 9, und 10. Innal ladhina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anhar تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم
وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Sinngemäß auf Deutsch: Diejenigen aber, die glauben und rechtschaffene Werke tun, leitet ihr Herr wegen ihres Glaubens recht. Unter ihnen werden Flüsse strömen in den Gärten der Wonne. Ihr Ausruf darin wird sein: Preis sei dir, o Allah, und ihr Gruß darin: Friede. Und ihr abschließender Ausruf: Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Und in Bezug auf die Engel sagt er subhanahu wa ta'ala in Surat al-Zumar, Surah 39, Vers 79, Vers 75. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وقيل الحمد لله رب العالمين. Sinngemäß auf Deutsch: Und du wirst die Engel den Thron umgeben und ihren Herrn lobpreisen sehen. Und es wird zwischen ihnen der Wahrheit entsprechend entschieden. Und es wird gesagt: Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Hiermit schließe ich dann diesen Teil ab, und denn wie gesagt, das wenige Verständliche ist besser als das viele Vergessliche. Eine Sache im nächsten Teil werde ich noch ansprechen, und zwar ist das eine sehr bekannte und sehr schöne Geschichte. Da lassen wir uns überraschen, was das sein wird, die mit dem Tasbih natürlich zu tun hat. Dann schließen wir damit ab und machen dann weiter mit dem Herz im Koran. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. والحمد لله رب العالمين.